Hallo lieber Skorpio und herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was nächste Woche auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Also schauen wir mal für Skorpion bitte. Was kommt nächste Woche auf Skorpion zu, bitte? Ja? Skorpion, das Hauptthema nächste Woche für dich ist König der Münzen. Eine männliche Figur wird hier ziemlich viel Präsenz zeigen nächste Woche. Ich habe den Eindruck, dass eine männliche Figur in deinem Leben möglichst unverändert weiterleben möchte. Es soll sich wenig ändern, es soll vieles bleiben, wie es ist. Es ist ein traditioneller Mensch hier. Ich weiß, du denkst direkt an Papa. Es kann auch liebestechnisch sein. Du musst jetzt schauen, was hier nächste Woche genau passieren wird. Ich schaue jetzt hier auch. Ist hier mit König der Münzen sehr festgefahren, ja, und lässt sich hier wenig verändern. Und mit König der Münzen sehe ich aber auch, dass du auch selbst auch egoistisch sein wirst sozusagen. Ja, dieser Mensch ist schon egoistisch und auch du wirst nächste Woche egoistisch sein und dich einzig auf die Dinge kümmern, die deiner Zukunft dienen können. Also ich sehe dich hier ganz bewusst Freundschaften knüpfen, die dir wirklich Wissen vermitteln können, Networking vermitteln können, ja, und dich von Menschen distanzieren, die dich eher runterziehen. Ich weiß, wie das rüberkommt und es ist aber auch genau das. Ich lege hier aus dem echten Leben, also das ist genau das, ja, du möchtest vorwärts kommen, deine Lebensqualität verbessern und wirst dementsprechende Leute dich mit den entsprechenden Leuten verbinden. Okay? Ich habe hier den Herrscher liegen, hier habe ich die Herrscherin liegen und hier habe ich die Todeskarte liegen. Okay. Da verändert sich etwas Großes zwischen zwei Menschen, die so ziemlich füreinander bestimmt sind. Ich habe hier den Magier liegen. Ich habe den Eindruck, dass diese egoistische Einstellung, mit der du reagierst, Skorpion, dafür sorgen wird, dass sich hier etwas bei diesem Menschen verändern wird. Nachdem dieser Mensch hier sieht, dass er sie hier mit dem Herrscher, die Herrscherin, nicht einfach herumkommandieren kann, die Herrscherin nicht einfach aufstehen und um ihn herumrennen kann, hier bei diesem Menschen sich etwas verändern wird und wonach dann dieser Mensch sich der Sache zwischen euch beiden unterordnen wird. Sei es eine Freundschaft, die ihr habt, sei es eine Liebesbeziehung, die ihr habt, sei es Dating, sei es Vater-Tochter-Beziehung, was auch immer das Übergeordnete ist, dieser Mensch wird hier verstehen, dass er sie sich diesem Übergeordneten unterordnen muss, um dich an seiner, ihrer Seite zu haben und ansonsten dich dann komplett verlieren kann. Ja, wir haben hier auch die Skorpionkarte liegen mit der Todeskarte. Ich glaube, dass du, Skorpion, unabhängig davon, wie sehr dieser Mensch sich hier nun flexibel zeigt oder nicht, so oder so ab jetzt deinen eigenen Weg gehen möchtest und eben, wie gesagt, dich mit Menschen, mit Leuten verbinden möchtest, die dir auch wirklich etwas beibringen können. Wir haben hier auch den Hierophanten liegen auf der Todeskarte. Du reitest in Richtung Hierophant. Der Hierophant ist der geistliche Gelehrte, auf den schaut man hoch und der bringt einem was bei und genau solche Menschen möchtest du ab jetzt mit solchen Menschen möchtest du dich ab jetzt unbedingt zusammentun. Ganz egal, was hier passiert, sagst du. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier nächste Woche auf dich zukommen wird, wie das Ganze hier weitergeht und dann werde ich da, wo ich Action sehe, eine Zeitkarte ziehen. Dann kann ich dir sagen, an welchem Wochentag genau das passieren wird. Den Link zur Fortsetzung Skorpion findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.